Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ich möchte einfach noch mal in meiner Rede die in dem Antrag angesprochenen Themenkomplexe den Abschnitten nach durchgehen, ein bisschen aufräumen. Zum einen ist die Rede eine Rede von einem gravierenden Eingriff in das bisher gültige System der Lohnfindung. Ja, das ist richtig, aber das ist auch gut so. Aber warum hat es diesen Eingriff gegeben und warum war es notwendig, diesen durchzuführen und warum kommt das eigentlich schon ziemlich spät? Es hat diesen notwendigen Schritt gegeben, weil viele Menschen mit einem Lohn auskommen müssen, mit dem man nicht auskommen kann. Im zweiten Absatz wird angesprochen, dass bereits ab 53 Stunden die 450 Euro erreicht sind. Das muss man sich mal so auf den Mund zergehen lassen. Also da kann ich nur sagen, leider erst bei 53 Stunden. Es müssten viel weniger sein. Am besten, wir fangen mal mit unter 40 Stunden an. Dann wird ausgeführt, dass die Anzahl der Minijobber gesunken ist. Es wurde gerade schon gesagt, da kann man nur sagen, das ist richtig so. Weiter so, das geht in die richtige Richtung. Es müsste viel weniger Minijobber geben. Diese Kultur des Klein-Klein-Arbeitens, des Drei-Jobs-Habens, Vier-Jobs-Habens, wie es die Arbeitskultur in Amerika ist, kann nicht etwas sein, was wir hier anstreben, was unser Ziel ist. Diese Jobs, die nichts miteinander zu tun haben, die keine Hoffnung auf eine richtige Festanstellung geben, das kann ja wohl keiner bestreiten, dass das falsch ist, auch nicht die Antragsteller. Was die Minijobber-Sache angeht, kann deshalb schon jetzt festgestellt worden, hat sich die Einführung des Mindestlohns gelohnt. Dann sprechen Sie von den Aufzeichnungspflichten, von den Dokumentationspflichten, die angeblich so schwierig seien und quasi nicht beherrschbar. An dieser Stelle sollten Sie sich noch mal Ihre eigene Aufzählung anschauen von den entsprechenden Branchen und dann die Frage stellen, warum es gerade diese Branchen trifft. Sie werden zu der Erkenntnis gelangen, dass gerade in diesen Branchen es immer mehr zu Problemen mit den Arbeitnehmerrechten gekommen ist. Die haben ja zum Teil als Arbeitgeber einen Ruf wie die apokalyptischen Reiter. Das sind meistens Tätigkeiten, die man einfacher mit Schwarzarbeit erledigt bekommt und als andere, wo es einen niedrigeren Organisationsgrad bekommt, wie zum Beispiel in der Metallindustrie. Diese Erkenntnis hat man erst nach der Einführung des Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetzes im Jahre 2004 gesehen und 2009 einen neuen Paragraphen 2a eingeführt, sodass nunmehr bei Tätigkeiten, die auf die Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen in Wirtschaftsbranchen gerichtet sind, in denen ein erhöhtes Risiko für Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung besteht, die Pflichten bestehen. Wer sich in diesem Zusammenhang ein wenig schlauer machen möchte, dem empfehle ich den Begründungstext im Bundestag zum zweiten Gesetz zur Änderung des vierten Buches Sozialgesetzbuch und andere Gesetze mit der Bundestagsdrucksache 16/1084. Im letzten Abschnitt sprechen Sie über die Notwendigkeit einer Flexibilisierung in unserer arbeitsteiligen Wirtschaft. Deshalb bedürfe es Werkverträge und Zeitarbeit. Das ist erstmal richtig. Aber diese Instrumente sind geschaffen worden, damit Arbeitsspitzen abgedeckt werden können, damit man auch weiterarbeiten kann, wenn es zu viele Aufträge gibt und damit auch schlechte Zeiten dann überbrücken kann. Genau wie es auf der anderen Seite auch Kurzarbeit geben muss, aus Sicht der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, aber auch volkswirtschaftlich. Was es aber nicht geben darf, ist das Dauerhafte an den Instrumentarien der Werkverträge und der Zeitarbeit. Oder noch schlimmer, es werden ordentliche Jobs angeblich wegen des Abbaus von Arbeitsspitzen abgebaut und in der nächsten Sekunde werden dann wieder durch Werksverträge oder durch Zeitverträge geschaffen. Und wir reden hier im Übrigen nicht nur über Arbeitsverhältnisse um die 8,50 Euro, sondern über hochqualifizierte Kräfte, die wesentlich weniger verdienen sollen. So zum Beispiel bei Audi geschehen. Das ist letztlich Nötigung. Entweder du unterschreibst oder jemand anders macht den Job. Was will derjenige machen? Er weiß, unterschreibt er nicht, gibt es genug andere, die für diese Arbeitsbedingungen arbeiten würden, weil sie sich einen Aufstieg erhoffen, den es dann nicht gibt. Aber das wissen diese Leute nicht, besser gesagt noch nicht. Denn sie werden herausfinden, dass ihr Arbeitsvertrag gar nicht so vorübergehend ist, wie es die Firma einem schön malen möchte. Es soll Menschen geben, denen das egal ist. Aus welchen Gründen auch immer. Aber auch diese Menschen müssen geschützt werden. Zum Teil vor sich selbst, weil ansonsten die Gesellschaft im Ganzen so aussieht.
fragmentiert. Das wollen wir Piraten nicht. Natürlich werden wir trotzdem der Überweisung, wie es guter Brauch hier im Hause ist, zustimmen. Ich glaube, bei der wahrscheinlichen Anhörung und der Auswertung im AGS werden wir dann meine Bedenken bestätigt bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die Landesregierung.